Hallo zu einer kurzen Folge. Das ist jetzt von meinen Let's Plays überhaupt kein Let's Play, sondern ich wollte einfach schnell ein Video machen, wie geil der Gomme eigentlich ist. Weil wir sind nämlich, ich wollte mal eine Runde SG einfach so mal zocken, was passiert. Gleich am Anfang hat man losrennen können, der Countdown ist nicht runtergegangen. Und wir haben ein bisschen, ein bisschen geschrieben irgendwas. Da stand, die Runde beginnt in einer Sekunde, dann wurden wir alle teleportiert und konnten schon losrennen. Und jetzt haben wir, können wir also hier überall herumrennen. Das Lustige ist, dass irgendwie keiner lief, die wollen alle probieren, da zu bleiben und zu gewinnen. Und in der Zwischenzeit konnten wir jetzt auch das Riesenrad besteigen. Schau, wenn ich ihn schlage, passiert nichts. Und Kisten kann man auch nicht öffnen. Zum Beispiel hier ist drin eine Kiste, die zeige ich euch. Da, man klickt drauf, nichts passiert. Man kann Falltür noch zumachen, okay. Blätter kann man nicht abbauen, also es ist alles verbuggt. Das Gommel-Team, extrem geil. Hammergeil, supergeil. Die haben ja, Gomme hat letztens ja ein Video hochgeladen, dass sie gesagt haben, dass sie ja schon dran sind und das alles reparieren. Ja gut, dass es aber so extrem schon ist, dass man auf Survival Games nicht mehr gegeneinander kämpfen kann, ist ja auch schon richtig geil. Und wenn man runterspringt, bam, kriegt man keinen Schaden und ich gehe mal da. Zum Beispiel jetzt kann ich alles ausnutzen und mal schauen, wo es die ganzen Kisten gibt und wie alles aufgebaut ist, weil meistens sterbe ich am Anfang. Und ja, das soll nur eine kleine Info gewesen sein, wie geil der Gomme-Server ist. Zwar können sie ja nichts dafür, seit der neuen Lobby hat es ja angefangen irgendwie, dass es so extrem laggt. Aber ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich hoffe, hat euch das kurze Video gefallen. Es war sehr unnütz, aber ich wollte es mal mehr machen. Und ja, dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!